In Duisburg ist jetzt also Wellness angesagt. Ob das den großen Umschwung ja für die Altstadt einleitet oder ob es doch nur der Tropfen auf dem heißen Stein ist, darüber spreche ich jetzt weiter. Und zwar mit dem Sprecher von Duisburg Business and Innovation, Marc-Oliver Hennig. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich. Ja, Herr Hennig, mit MyWellness bekommt die Altstadt einen neuen Mieter mit ja bekanntem Namen. Wie wichtig kann denn auch so ein Mieter dann sein für den Rest der Altstadt? Ja, ich glaube, dass es eine große Sogwirkung erzielen kann. MyWellness gibt es in 8 Standorten in Deutschland mittlerweile, in Köln, in Düsseldorf, in Berlin, wenig überraschend, aber jetzt halt auch in Duisburg. Das ist natürlich ein Name, der ausstrahlt und hoffentlich auch weitere Ansiedlungen mit sich zieht, damit wir in der Altstadt weiter Leben in die Bude bekommen. Und MyWellness zieht dann quasi ins Cubic ein, in das Neue. Da soll noch mehr geplant werden, auch mit Einzelhandel und auch der Gastronomie. Wie wichtig kann dann quasi so ein großer Ankerpunkt für eine Altstadt sein, wie es zum Beispiel jetzt auch das Forum in der Innenstadt ist? Ja, enorm wichtig. Wir haben große Pläne. Wir vermitteln ja auch, dass es auch eine aktive Arbeit einer Wirtschaftsförderung, attraktive Ansiedlungen zu unterstützen, wie jetzt zum Beispiel MyWellness, auch Kopenhagen Coffee Lab. Also Gastronomie-Mix ist natürlich entscheidend, Einkäufe, aber auch zum Beispiel ein medizinisches Versorgungszentrum, was im Haus der Altstadt einziehen wird. Auch da ist schon Vermietung im Gange. Das ist das ehemalige Cody-Haus und es wird im Calais-Platz, das ist das Krankikom-Gebäude, Digitalkontor, eine neue Gastronomie entstehen, auch sehr hochwertig. Für uns natürlich als Ankermieter eine schöne Mittagspause garantiert. Ja, also Sie sprechen davon, dass ja, sich doch etwas tun soll in der Altstadt. Welche Leute möchte man denn da auch dann heranziehen? Sind das die Leute aus der Innenstadt, die man dann auch noch in die Altstadt locken möchte? Oder sind das ganz neue Besucher? Wen möchte man dann da haben? Ja, zunächst einmal muss sich etwas tun, weil die Altstadt als ausgestorben galt. Aber wie der Name Altstadt schon sagt, das ist was Historisches, das ist was Wertvolles und das darf man auch nicht vor die Hunde gehen lassen. Deswegen kämpfen wir aktiv gegen den Leerstand. Aber wir wollen natürlich nicht die Leute aus der Innenstadt kannibalisieren, denn dann haben wir auch nichts gewonnen. Also im besten Fall eine Ergänzung, dass die Königstraße nicht an der Ampel aufhört, sondern in der Münchstraße ihre Fortsetzung findet. Das ist natürlich auch schon lange immer wieder im Gespräch und im Wunsch. Aber wir sind sehr der Hoffnung, dass es gerade gemeinsam in die richtige Richtung geht. Und wenn wir bei dem Thema bleiben, dass mehr Besucher quasi in die Städte kommen sollen, wenn man sich das anschaut, kommen da eventuell allein schon die Duisburger nicht wirklich in die Duisburger Innenstadt, sondern gehen eher nach Oberhausen, nach Moers oder nach Düsseldorf? Oder muss man da jetzt auch anfangen, in den Städten quasi die Besucher abzuwerben? Also man muss realistisch bleiben, dass die Düsseldorfer Kö-Besucher vielleicht noch ein zu hohes Ziel sind. Aber warum denn nicht erstmal aus Moers und Oberhausen die Leute zu gewinnen, nach Duisburg zu kommen, ob in die Altstadt oder in die Innenstadt? Das soll ja ein harmonisches Ganzes ergeben. Und letztlich geht es doch darum, den Online-Handel irgendetwas Attraktives entgegenzusetzen und in der Corona-Krise natürlich auch den Kopf über Wasser zu halten für den Handel, fürs Gewerbe und auch für die Gastronomie. Wir haben gerade über das Cubic gesprochen und da wurde nämlich ja jemand Besonderes engagiert quasi, und zwar ein Gewerbeimmobilienberater. Der wurde vom DBI quasi engagiert. Was soll diese Person quasi machen? Wobei soll die helfen? Also unsere Idee ist, dass jemand mit den Eigentümern von den Immobilien spricht und vermittelt und dann auch Ideen unterbreitet, wie Vermietungskonzepte aussehen können. Also nicht als Makler der Vermieter, sondern tatsächlich als Anwalt der Eigentümer, um die davon zu überzeugen, dass ein längerer Leerstand, der vielleicht durch eine Mietlaufzeit preislich für die in Ordnung ist, nicht so attraktiv ist wie eine schöne Vermietung, wo dann auch wieder ein bisschen Leben in die Stadt kommt. Wir haben schon viel darüber gesprochen, über den Leerstand quasi in der Altstadt. Aber auch die Innenstadt ist ja mittlerweile auch davon betroffen. Ja, was glauben Sie, woran könnte das liegen? Also ich denke mal, Corona hat eine Teilschuld, aber es ist nicht so, als hätten wir nicht schon vor Corona über die Leerstände gesprochen. Ja, das ist richtig und das wäre auch zu billig, Corona als Ausrede zu benutzen. Auch wenn es natürlich, aber das ist ja in allen Städten der Fall, einen ordentlichen Schlag ins Kontor hinterlassen hat. Und machen wir uns nichts vor, wenn Starbucks oder WMF jetzt die Königstraße verlassen, ist das ein herber Rückschlag. Das sind Mieter mit Strahlkraft, aber es zeigt sich auch, dass gerade im Handel sehr viel Fluktuation ist. Und wenn man beispielsweise den Blick auf den Sonnenwall schwenkt, der zeitweise auch als Sorgenkind war, da ist jetzt nahezu Vollvermietung. Und deswegen sind wir zuversichtlich auch
den Leerstand zu begegnen in der Innenstadt. Ja. Also quasi dem Leerstand den Kampf ansagen. Mit welchen Maßnahmen haben Sie das denn vor? Was will man denn machen vom DBI aus quasi, um mehr Leute wieder in die Innenstädte zu holen? Also ganz aktuell haben wir die 2G-Bändchenlösung, mit dem wir stressfreieres Shoppen ermöglichen den Leuten, dass sie sich nicht jedes Mal ausweisen müssen mit Handy und Impfnachweis und Personalausweis. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben schon über 250.000 Bändchen mit Duisburg ist echt am Arm in die Stadt gebracht. Über die Pony Riders übrigens auch lokaler Fahrradkurier, support your local dealer. Und das hat in Kombination beispielsweise mit dem Stadtgutschein in der Vorweihnachtszeit tatsächlich auch zu Erfolgen geführt und ist von Handel und von Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen worden. Wir belassen es aber nicht dabei. Wir machen ein Leerstandsmonitoring, das ist bis Mitte Februar fertig, um noch besser sehen zu können, wo ist was frei, warum ist was frei und wie können wir dem begegnen. Also wir sprechen gerade quasi über Veränderung der Altstadt und auch der Innenstadt. Ja, und wenn man über Veränderung spricht, dann kann man ja auch über den DBI sprechen, denn der hat sich auch in der letzter Zeit verändert. Quasi aus Duisburgs Wirtschaftsförderung ist eben Duisburg Business and Innovation geworden. Ja, ist das ein Stil, den man auch dann gerne auf die Innenstädte und auf die Altstadt quasi ja, rüberbringen möchte, quasi innovativ und auch neu quasi? Innovation ist ja natürlich ein gutes Stichwort, nicht von ungefähr Bestandteil unseres neuen Namens. Wir haben eine neue Geschäftsführung, wir haben ein neues Domizil am Steigerschwanentor. Wir haben insgesamt so viel neu gemacht, dass wir natürlich auch einen neuen Winter reinbringen wollen. Denn das hat die Stadt verdient, das hat Duisburg verdient und dafür treten wir an, um nicht nur als Wirtschaftsförderer passiv auf Anfrage zu unterstützen, sondern auch aktiv ins Geschehen einzugreifen und operativ zu werden, damit wir mehr Arbeitsplätze bekommen und dann das zu einer Verstärkung der Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger in Duisburg auch führt. Neuer Wind für Duisburg, also das hört sich gut an. Ja, vielen Dank an Marc-Oliver Hähnig vom DBI für dieses Gespräch. Sehr gerne, bedanke mich auch.